Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Übungspodcast. Mein Name ist Sukadev und ich möchte dich anleiten zu einer Übung zur Aktivierung des Ajna-Chakras, des sogenannten dritten Auges, des Zentrums für Intuition und Kreativität, auch das Zentrum für Klarheit des Denkens und des Geistes. Sitze ruhig und gerade, oder du kannst dich auch hinlegen. Vergewissere dich, dass du dich angenehm fühlst von deiner Körperhaltung her. Atme ein paar Mal tief mit dem Bauch ein und aus. Beim Einatmen geht der Bauch nach vorne, beim Ausatmen geht der Bauch nach hinten. Beim Einatmen der Bauch nach vorne, beim Ausatmen der Bauch nach hinten. Lächle von innen heraus, denn diese Übung ist etwas ganz Großartiges und Schönes. Halte die Augen sanft geschlossen und schaue bei geschlossenen Augen leicht nach oben und weit. Und während du mit den Augen weit nach oben und weit schaust, konzentriere dich auf den Punkt zwischen Augenbrauen oder die Mitte der Stirn. Vielleicht spürst du ein sanftes Pulsieren, vielleicht auch etwas vor der Stirn oder hinter der Stirn. Werde dir bewusst, wo du dieses Pulsieren oder eine besondere Empfindung besonders spürst. Vielleicht siehst du auch ein Licht dort, ein strahlendes Licht oder auch ein farbiges Licht oder verschiedene Lichter. Atme weiter bewusst ein und aus. Wenn du willst, kannst du auch ein paar Mal ein Mantra wiederholen. Das Om ist das Mantra des Ajna Chakras. Einatmen, Om. Ausatmen, Om, 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 Om. Wenn du weißt, wie das Symbol für Om aussieht, kannst du, wenn du willst, dir auch das Om vorstellen. Dieses Ajna Chakra, symbolisiert durch Om und drittes Auge, steht für alle geistigen Kräfte, insbesondere für Klarheit des Denkens, für Konzentrationsfähigkeit und vor allem für die Intuition. Du kannst jetzt eine Affirmation wiederholen. Du kannst sagen, ich finde Zugang zu meiner Intuition. Ich finde Zugang zu meiner Intuition. Ich vertraue meiner Intuition. Ich vertraue meiner Intuition. Vielleicht stehst du in naher Zukunft vor einer wichtigen Entscheidung. Du kannst jetzt sprechen. Liebe Intuition, zeige mir den richtigen Weg. Bitte führe mich. Liebe Intuition, ich vertraue dir, dass du mich auf den richtigen Weg bringst. Vielleicht gibt es einen Menschen, den du gerne etwas besser verstehen willst. Auch so kannst du sprechen. Liebe Intuition, lass mich diesen Menschen besser verstehen. Liebe Intuition, was kann ich tun, um mit diesem Menschen besser zurechtzukommen? Wie kann ich mit diesem Menschen gut zusammenarbeiten? Wie können wir unser Verständnis verbessern? Sprich selbst ein paar Affirmationen oder ein paar Fragen an deine Intuition. Bitte um Führung und Klarheit. Vertiefe wieder deinen Atem und sprich innerlich: Ich bin voller Kraft und Energie. Mir geht es gut. Ich vertraue meiner Intuition. Möge meine Intuition mich leiten in allem, was kommen kann. Und möge meine Intuition ein Ausdruck göttlicher Führung sein. Ich wünsche dir alles Gute, ein gutes Gefühl von Führung und einen guten Zugang zu geistigen Kräften. Dein Sukadev von www.yoga-vidya.de